Krankheiten und Schädlinge fühlen sich in unseren Gärten genauso wohl wie wir Menschen. Gerechtes Teilen ist ja eigentlich schon ganz in Ordnung. Aber leider halten sich Schnecken und Co. nicht immer an diese Devise und richten bei epidemischem Auftreten durch ihre Gefräßigkeit großen Schaden an. Heute haben wir für Sie dazu folgenden Tipp parat. Einmal in der Woche sollte man den Pflanzenschutzwarndienst erreichbar unter 02682 702 666 abhören, um zu erfahren, was in den burgenländischen Gärten an Schädlingen und Krankheiten so herumvagabundiert. Danach geht's ab ins eigene Grün, um zu sehen, ob diese lieben Zeitgenossen auch bei mir angekommen sind. Jetzt wird eine Pflanzenschutzmaßnahme fällig. Kommt man dabei mit händischem Absammeln oder Wegschneiden nicht durch, kann man dagegen zugelassene Pflanzenschutzprodukte einsetzen. Nach der Auswahl und dem Kauf eines geeigneten Mittels wird zunächst einmal die Anwendungsbestimmung genau durchgelesen. Dann geht's an die Arbeit. Geeignete Schutzhandschuhe und wo vorgeschrieben Atemschutz verwenden. Die Spritzbrühe dann bei Windstille nur auf die Zielpflanzen ausbringen. Pflanzenschutzgerät danach innen reinigen und die Restmenge wieder auf die vorher behandelten Pflanzen versprühen. Bei Reinigung und Befüllung darf kein Pflanzenschutzmittel in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer gelangen. Nach dem Einhalten der festgesetzten Wartezeit kann guten Gewissens geerntet werden. Obst und Gemüse vor dem Verzehren aber immer gut waschen, egal ob gespritzt oder ungespritzt. Wenn Sie zu dem Thema mehr wissen möchten, dann wenden Sie sich bitte an den Landesverband für Pflanzenschutz im Burgenland. Die Spezialisten für Pflanzengesundheit beantworten Ihre Fragen gerne. Sie erreichen uns unter 02682 702 650.